Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Und wir sind auch immer noch in unserem Room in Apartment 302 gefangen. Auch Aileen und der Typ von nebenan versuchen uns schon rauszuholen. Sieht aber schlecht aus. Deswegen gehen wir jetzt einfach wieder zurück, denn es geht uns ja gesundheitlich noch irgendwo gut. Und gespeichert habe ich auch. Von daher machen wir uns mal auf die Socken wieder in diesen komischen Wald. Denn ich denke, Henry wird auch eh nichts anderes übrig bleiben als... Oh, das sah gerade alles so krisselig noch aus. Und ich dachte jetzt, boah, was ist hier denn los jetzt? Das sah alles noch so anders aus. So sieht es halt immer aus, wenn... Es ist eine Schaukel. Sieht aus, als wäre sie schon lange nicht mehr benutzt worden. Ja, weiß ich nicht. Als ob man jetzt hier voll gegen Gegner oder so kämpfen muss. Okay. Ja... Verschlossen. Achso, können wir gar nicht durch. Und die Sachen lesen kann er auch nicht. Wo führt mich denn die Tür hier hin? Och nö. Was ist das hier? Was ist das? Oh, geh doch mal dahin. Warum? Boah! Ich habe keine Muni mehr. Oh, und ich kann auch noch nicht so schnell nachladen. Hast du keine Muni mehr? Scheiße. Oh, das ging jetzt doch ein bisschen schnell mit dem Muni verballern. Dann müssen wir die so platt machen. Die Scheißviecher. Sehe nichts. So, gehen wir wieder raus. Nee, ihr wollt mich doch alle verarschen hier. Noch. Oh, das geht mir so auf die Nerven mit den Scheißkötern. Ja, haben wir es dann mal. Meine Güte, ey, ganz ehrlich. Man kann so übertreiben mit den blöden Hunden. Und Muni ist jetzt auch alle. Klasse. Ganz toll. Ich weiß nicht, was das hier für rote Bäume sind. Bin ich jetzt daher gekommen? Wahrscheinlich schon, ne? Oder? Bin hier ganz verwirrt. Oder bin ich von da... Nee, ich bin von hier gekommen, ne? Bin ich von hier gekommen? Ja, ich bin von hier gekommen. Dann gehen wir mal durch die andere Tür. Aber ich habe das, finde ich, ganz souverän eigentlich gerade gelöst. Geht ja noch. Ohne Nährstoffdrink. Nur das Muni alles ist auch nicht so toll. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier auch noch welche kommen. Hallo. Wo kommen wir denn jetzt eigentlich hin? Aha. Geht's auch? Guckst du hin? Oh! Ein Arm ragt aus dem Boden empor. Oh Mann, Gott sei Dank, es ist nur eine Baumwurzel. Bist du dir sicher? Also, hier lässt sich ja wohl bestimmt noch irgendwas machen. Vielleicht mit der... Nee, mit der nicht. Da kannst du ja nicht verwenden. Was soll ich hier machen? Vielleicht, wenn wir irgendwie mal ein Feuerzeug finden mit Feuerdose. Ich erinnere mich leider nicht mehr. Aber da lässt sich bestimmt noch was tun. Gott sei Dank haben wir die ganzen Hunde schon getötet. Wo guckst du hier hin? Ja, da steht was Seltsames. Kannst nicht entziffern. Alles voll strange. Vielleicht brauchen wir auch dafür Licht. Vielleicht kann das deswegen nicht entziffern. Kann natürlich auch sein.
Ach, und hier geht's wieder zurück. Noch ein Loch. Was ist hier? Ein Golfschläger. Hey. Ja, das nehmen wir mit, weil, genau, vielleicht sollten wir... Ah, das ist nämlich schon kaputt. Dann nimmst du das jetzt als nächstes. So. Ich glaube, das ist nämlich ein bisschen stärker und effektiver als das Rohr. Aber naja. Und noch was, was hier steht. Und wieder etwas, was da nicht ins Zimmer... Wenn hier ein Loch ist, werde ich hier durchgehen. Aber auch nur, weil ich jetzt nicht weiß, warum hier schon wieder eins ist. Es sind sehr viele Löcher, durch die wir wieder zurück können. Und vielleicht hat ja in der Zwischenzeit Aline irgendwas gemacht. Vielleicht passiert jetzt wieder irgendwas Interessantes. Man kann es ja mal, man kann ja mal gucken. Können ja mal wieder hier rausgucken. Keiner nebenan. Wirklich gar keiner zu Hause. Doch, unten. Da sehe ich Füße auf dem Bett. Und jetzt bin ich ja hier mal wieder gespannt. Ist schon unheimlich. Dass man hier nie weiß. Da ist nix. Dann gucke ich mal erstmal aus dem Fenster. Hier links sind wieder die Kinder und so. Da unten ist auch irgendjemand. Okay. Radio. Nichts. Alles klar. Dem Raum. Nichts. Und dann hier wieder rausgucken. Das natürlich nicht. Da. Wow. Oh mein Gott. Erschreckt mich nicht so. Hallo, Herr Nachbar. Schauen Sie sich ruhig alles ganz genau an. Also wenn meine Nachbarn das bei meiner Tür machen würden, nur weil ich mal nicht zu Hause bin und nicht aufmache. Kontrollgang. Mache ich jetzt auch immer so. Nee, aber in diesem Fall ist es ja wirklich gut, wenn mal jemand guckt und sich Gedanken macht, denn er kommt halt einfach nicht raus. Aber irgendwas haben die ja wohl auch mitbekommen langsam, Aileen und so. Irgendwas finden sie ja seltsam hier an dem Apartment, dass sie sich überhaupt schon halt die Gedanken machen. Also, dass sie schon auf die Idee kommen, ist der überhaupt noch da? Was ist hier los? Gut, wenn der da war, dann würde ich ganz gerne auch wissen, ist denn Aileen dann auch nebenan? Aileen ist da, aber hängt auf dem Bett rum und tut sich wahrscheinlich jetzt auch nicht viel. Dann möchte ich eigentlich keine Zeit verschwenden und wieder nach nebenan gehen. Vorher speichere ich aber tatsächlich nochmal aus den Hundegründen. Weil wir jetzt Waldwelt nennt sich das, genau. Weil wir in der Waldwelt jetzt so schön die Hunde geschafft haben. Und dann muss ich die, falls irgendwas passieren sollte, nicht immer wieder machen. Dann latsch mal wieder hier rein ins Badezimmer durch das lustige Loch. Das lustige Loch. Ja, wir möchten das lustige Loch betreten. Und wieder sieht es so grisselig aus. Gruselig. Okay. Oh, was ist hier eigentlich in der Mitte? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was war so getan? Nichts? Okay. Kannst du das irgendwie kaputt hauen? Ja, natürlich stellst du dich vielleicht auch mal so hin. Pong, pong. Okay, nix. Es sah aus wie so ein irgendwas, was, womit man was machen kann. Gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück, weil, ja, war ja nichts los hier. Und da hinten war auch immer noch verschlossen. Was mache ich denn dann jetzt mal? Ja, der Baum halt. Was soll ich mit dem machen? Eine Baumwurzel. Und da steht ja auch was. Ich kann es nicht entziffern. Du kannst gar nichts entziffern. Wenn du das immer entziffern könntest, das wäre uns wahrscheinlich eine große Hilfe. Aber nein. Aber nein. Du willst ja nicht. Was mache ich denn jetzt? Irgendwas muss doch mal... Wir sind aber noch nicht auf die andere Seite zurückgegangen, fällt mir ein. Da ist noch hinten auch noch was, wo wir lang können. Vielleicht hilft uns... Genau hier, da links vorbei.
Da, vielleicht lässt sich da ja noch was erledigen. Dass wir hier ein Stück weiterkommen. Ist wieder was. Ach, das muss uns doch noch alles... Kannst du nicht entziffern. Das wird uns ja wohl noch irgendwie behilflich sein. Aufpassen. Hier ist Blut. Scheiße. Oh nein, Hunde. Jetzt kommen da wieder welche. Muss das sein? Ich will nicht. Aber ich muss. Was ist jetzt hier? Geister, nein! Keine Geister! Bitte keine Geister! Nein, nein, nein! Nein, Geister sind scheiße. Geister, die kann ich nicht angreifen. Nein! Lauf. Kannst du hier durch? Kannst du da hin? Oh, können wir... Little boy, what are you doing here? You're finally the third revelation. Something's gonna happen. That nosy guy that was here, he said it too. Something big is gonna happen. Finally, it's gonna happen! Okay, was wird denn Großes passieren? Wollen wir das überhaupt wissen? Hauptsache, es ist ein Grabstein, es ist nichts wirklich Interessantes daran. Aber du beugst dich runter und kannst sie alle angucken? Da steht in den Stein gemeißelt die besten Wünsche für Wish House. Aha. Besten Wünsche für Wish House, nochmal. Es ist ein Grabstein, nichts Interessantes. Vielleicht sind die mit den roten Schriften die wichtigen? Dann wissen wir das ja jetzt schon mal. Und wer war der Junge? Geh dort und ihr werdet erzittern aus Angst vor dem Abstieg der Heiligen Mutter. Okay. Also auf manchen Grabsteinen da ist was Wichtiges und bei manchen nicht. Mhm. Und das hier kannst du wahrscheinlich wieder mal nicht entziffern. Weil da oben liegt was. Ich kann es nicht entziffern. Ja, da oben liegt auch irgendwas Ekliges drauf. Und was ist das hier für ein Megagrab? Ein Moment, ich werde gerade angerufen. Entschuldigung, bin wieder da. So, da stehen in Stein gemeißelt die besten Wünsche für Wish House. Genau. So, was ist jetzt hier noch? Was ist das hier in der Mitte? Geh mal da hin. Hier wurde ein Grab ausgehoben. Auf dem Boden des Sargs stehen die Zahlen 1, 1, 1, 2, 1. Oh, ich habe direkt was zum Schreiben. Und 1, 6, 2, also 1, 6, 1, 2, 1 waren die Zahlen auf Cynthia. Und 1, 1, 1, 2, 1, so. Immer die 2, 1 am Ende, also. Was ist hier? Achso. Du guckst dann noch wohin? Wo guckst du hin? Hier hin. Ja, aber ich kann es leider nicht entziffern. Nichts Interessantes. Ich weiß jetzt schon wieder langsam gar nicht mehr, welche besten Wünsche. Alles Gute. Alles Gute, alles Gute. Was ist das hier in der Ecke? Weiß ich auch nicht. Was ist hier für eine Tür? Nein, nein. Hier will ich gar nicht hin. Hier will ich gar nicht hin. Und was ist das hier für eine Tür? Da wollte ich hin. Sie ist von außen verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Na toll. Also kommen wir wieder nicht weiter. Das ist ja doof. Was mache ich denn dann? So, dass die sind blutig hier. Die sind ganz rot. Nichts Interessantes, sagt er aber. Irgendwas muss man doch mit den Grabsteinen machen können. Wenn wir jetzt nur immer wieder zurücklaufen, kommen wir auch nicht weiter. Geht dort und euer Heim soll der Hölle gleichen, bei der Macht des Herrn. Geht dort, euer Heim. Hm? Sehr schön. Was ist hier? Da liegen Sachen auf der anderen Seite des Zauns verstreut, als ob sie von dort aus fortgeworfen wurden. Kannst du hier durch? Nein.
Tja. Was machen wir denn jetzt bloß? Na, dass immer alles nicht lesen kann. Kannst du hier durchgehen? Mit diese Lücke? Nein. Oh Mann, oh. Was wollt ihr denn dann? Stand doch noch irgendwas. Und was ist das hier? Dieser einzelne Grabstein hier, der trostlos hier steht. Allein. Da irgendwas Wichtiges. Jetzt bück dich. Das muss das Grab von einem Mitglied dieser religiösen Gruppe aus Silent Hill sein. Aha. Kaputt machen. Religiöse Gruppe Silent Hill. Ja, ja. Die Alessa-Bande. 1121, aber wir mussten doch auch bisher nirgendwo irgendwie einen Code eingeben oder so. Ist doch komisch. Warum? Was sollen wir dann hier? Ich weiß schon wieder nicht weiter. Ich hasse das. Wenn ich jetzt hier durchgehe, dann kommt der Geist. Und dann laufe ich wie eine Bekloppte hier herum. Ich habe bestimmt noch nicht alle Gräber angeguckt, ne? Ah. Wie können wir denn... Was nochmal? Geht dort und ihr werdet erzittern aus Angst vor dem Abstieg der Heiligen Mutter. Nichts in der... Vielleicht hier nochmal die... Und das hier, hatte ich den... Ja, okay. Was hat er denn? Was hat er denn? Was hat er auf einmal? Ruh dich aus, Henry. Bleib hier stehen, entspann dich. Geht's wieder gut? Geht wieder? Oder er hat Schiss, kann natürlich auch sein. Ein bisschen irritierend hier. Und den Grabstein, weil ich immer nicht weiß, gibt's hier noch was zu tun. So, nein, das wollte ich gar nicht. Ich will nochmal hier jetzt näher ran. Da ist verschlossen. Da können wir durch das Loch. Da ist ein Loch. Dann gehen wir da doch mal durch das Loch. Dann machen wir das mal. Das soll hier ja rechts um die Ecke dann raus sein. Dann machen wir das nochmal. Beim Geist. Hier. Ja. Hier waren wir, glaube ich, dann noch nicht. Dann machen wir das nochmal. Hin und zurück. Die Geschichte von Henry Townshend. Ja. Wie immer falsch. Immer schön aufs Fenster drauf. Ah, da unten, da geiert der Komische da schon wieder entlang durch seine Wohnung. Er war aber vorher unten in der Mitte, glaube ich, im Zimmer. So. Hier alles wieder sauber. Was? Immer die Gewohnheit, Informationsfetzen zu... Das ist meine Notiz. Ich hatte schon immer die Gewohnheit, Informationsfetzen zu sammeln. Hatten wir das vorher auch schon? Das sind Ausschnitte aus Zeitschriften, Artikeln, Büchern und so weiter, aber nichts Nützliches. Was macht er denn eigentlich so hobbymäßig? Ja. Sagst du nochmal was zur Kirche hier? Foto Kirche in Silent Hill. Nur ein Schnappschuss, aber wenn ich ihn anstarre, ist es, würde ich hineingesogen. Ich bekomme ein ganz seltsames Gefühl. Ja, wissen wir auch warum. Wir wissen ganz genau, was da vorgefallen ist. Oh, ich habe immer Schiss hier, ne? Ich habe immer Schiss, hier in die Ecken zu gucken. Immer Angst, dass hier irgendwas passiert. Was ist mit dem... Willst du noch ein Taschentuch nehmen hier? Eileen, helf uns bitte. Eileen liegt immer noch auf dem Bett. Aber wenn natürlich hier gar nichts passiert, weiß ich natürlich auch immer, dass wir nicht mehr machen können. Ist der Hausmeister mittlerweile da gewesen? Erschrecken oder nicht? Ah. Eileen, was? Aber Eileen war doch gerade noch auf dem Bett. Was hat sie denn? Als ob sie so von Fliegen oder so gejagt wird. Mensch, das könnten doch vielleicht dieselben Summendinger sein wie bei uns im Wald. Vielleicht überträgt sich da schon wieder so vom Surrealen was ins Reale. Dass sie jetzt auch irgendwie geplagt wird schon. Das könnte natürlich sein.
Gucken wir nochmal nach ihr oder machen nochmal vorher einmal einen Blick aus dem Fenster, Radio und zu ihr gucken. Unten sitzt einer, aber es ist auch nicht der Typ, der andere. And now the news. Yesterday, Wally the Walrus, a longtime resident of the Springfield Zoo, gave birth to a healthy baby walrus. Butterblume halt. Genau, und Eileen ist jetzt nicht mehr hier. Wird sie immer noch verfolgt, wenn ich jetzt nochmal durchgucke? Nein. Okay. Das bedeutet für uns dann aber schon wieder mal, dass wir jetzt leider wieder einen Cut machen müssen. Was war hier nochmal? Ich habe gehört, dass Sunderland, der mir dieses Foto gab, hier Hausmeister ist. Sunderland? Wir wissen, dass in Silent Hill 2 wir James Sunderland gespielt haben. Und ich meine auch vom Hintergrund wissen, ist es tatsächlich, ist der Vater von James Hausmeister gewesen oder so? Vielleicht ist der Vater von James, was ja auch eine enge Verknüpfung ist, da wir ja wissen mit James und Maria und so, ihr erinnert euch, dass hier der Vater wohnt. Wahrscheinlich vermisst er seinen Sohn auch, denn James ist, ja, gut, er ist mit dem Auto vielleicht noch nach Hause gefahren, aber so richtig weiß man es ja nicht. Und der ist dann hier Hausmeister, steht ja da auch. Und dann ist das bestimmt der Sunderland. Und der hat das Foto hier schon seit der Wohnblock gebaut wurde. Das ist schon irre. Das ist schon eine irre Verknüpfung. Was ist hier? Das ist South Ashfield Heights. Es ist U-förmig. Der Westflügel hat 2 Stockwerke, inklusive Erdgeschoss. Aha. Und der Ostflügel hat 3 Stockwerke, inklusive Erdgeschoss. Aha. Ist das noch wichtig für uns? Anscheinend, sonst wäre die Information nicht da. Das ist ja mal geil. Ich finde das immer super, wenn es so Verknüpfungen zwischen den Spielen gibt. Da muss man auch ganz doll aufpassen eigentlich. Und ich kann mich gar nicht dran erinnern, ob ich je das Bild mir angeguckt hatte irgendwie. Naja. Was ist jetzt noch im Kühlschrank? Nix, ne? Nur die Weinflasche. Aber vielleicht sollten wir den mal nehmen, nicht zum Trinken. Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank, sie wird irgendwann zerbrechen, wenn ich sie weiterhin als Waffe gebrauche. Ich will sie gar nicht als Waffe gebrauchen. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht. Vielleicht können wir die jemanden geben oder so. Wäre ja auch eine Idee. Wir werden es im nächsten Part vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht geht das ja irgendwie oder so. Toll. Toll mit der Verknüpfung mit dem Sunderland. Ist eine interessante Sache. Wir sehen uns. Bis dann.